Moin moin! Nachdem der Teil 1 ja ein kleines bisschen der Schweinsgalopp war, um mal nur kurz zu zeigen, wie schnell man etwas entwickeln kann mit einem Mikroprozessor, schauen wir uns jetzt hier in Teil 2 die Sachen etwas näher an. Auch hier werden wir wieder nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, nach dem altbekannten Motto, in homöopathischen Dosen und lieber etwas spannender gehalten, als 2 Stunden lang etwas zu erzählen, womit ihr noch nichts anfangen könnt und was euch auch am Anfang nichts nützt. Starten wir mit dem Präprozessor, denn dieser kann uns das Leben wirklich deutlich vereinfachen. Gerade jetzt zu Beginn der Serie, wo für viele das Programmieren noch mehr oder minder komplettes Neuland ist, werden wir den Präprozessor nutzen, um uns viele Begriffe etwas zu vereinfachen. Aus Teil 1 kennen wir hier noch die Funktion DDRB, um den Port B entsprechend als Ein- oder Ausgang schalten zu können. Das können wir uns jetzt hier mal als Präprozessor umschreiben. Und dazu schreiben wir Define. Und jetzt kann man sich etwas griffigeres nehmen, zum Beispiel Set Port B Output. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, was hinten dran passieren soll. Gehen wir einfach mal ein bisschen rüber. Na, gehen wir hier hin. Und kopieren uns das hier und setzen es dorthin. Damit haben wir quasi dem Compiler gesagt, immer wenn wir das hier schreiben, meinen wir eigentlich das hier. Dementsprechend können wir einfach sagen, unser Quellcode sieht jetzt einfach so aus. Und damit ist diese Stelle hier durch die passende Benennung schon mehr oder minder quasi selbsterklärend. Man könnte natürlich jetzt auch hergehen und ganz normale Befehle wie hier, zum Beispiel diese Endlosschleife nehmen und auch hierfür ein eigenes Wort machen, zum Beispiel einfach das Wort Endlosschleife als while, Klammer auf, 1, Klammer zu definieren. Hiervon würde ich allerdings abraten, weil gerade diese Standard-Basic-Programmierausdrücke, die sollte man sich auf jeden Fall merken und da bin ich der Meinung, man sollte jetzt auch hierfür nicht unbedingt extra Defines sich machen, weil sobald man mal wieder neu programmiert und irgendwie einem diese Defines fehlen, dann muss man überlegen, wie heißt das die Endlosschleife jetzt, welche Befehle waren das und und. Also lieber mal für gerade am Anfang entsprechend sich so ein ganzes Set basteln von solchen wichtigen Dingen wie hier zum Beispiel mal einen gewissen Port als Ausgang setzen etc. Aber nicht wirklich mehr. Der Präprozessor kann natürlich auch noch mehr als uns das Leben an dieser Stelle zu vereinfachen. Man kann ihn zum Beispiel auch benutzen, um die Frequenz des Mikroprozessors festzulegen. Wer sich an Teil 1 erinnert, dort mussten wir das ja nochmal extra setzen. Das kann man auch hier über den Präprozessor anders machen. So, fangen wir hiermit an. Oh, Schreibfehler. Es kommt beim Präprozessor immer die Raute noch davor und dann if, also das englische Wort für wenn und n für not, also auf gut Deutsch nicht und def für defined, auf gut Deutsch definiert, also wenn nicht definiert, die Variable fcpu, dann soll etwas machen und so lange machen, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und zwar innerhalb diesem Bereich zwischen hier und dem End-If, also dem Ende von dem Wenn-Block. Und jetzt können wir hier sagen, define fcpu und sagen jetzt hier unsere 8 Millionen Hertz. Eine weitere praktische Sache ist natürlich auch, dass man sich zum Beispiel Variablen einfach definieren kann. Zum Beispiel Pi könnte man jetzt sagen, 3 Punkt und ganz wichtig, das ganze Programmieren kommt ja mehr aus dem Amerikanischen und dort sind ja die Punkte, die Kommas und die Kommas, die Punkte. Also müssen wir alles hier mit 3 Punkt instelle von Komma machen. Also 3 Punkt, 1, 4, 1, 5, 9 und dann hört es bei mir auf. Keine Ahnung. Und wann immer wir jetzt quasi im Quellcode das gar nicht verwenden wollen, sondern wollen einfach wirklich die Zahl Pi nur haben, können wir einfach jetzt Pi schreiben. Weil man natürlich aufpassen muss,
Wir haben natürlich jetzt hier eine Kommazahl, eine Fließkommazahl ist immer kompliziert. Also von der Theorie her zumindest. Aber das soll jetzt mal hier für Teil 2 erstmal nicht groß von Relevanz sein. Nochmal kurz zusammengefasst, ganz wichtig, der Präprozessor hilft uns, etwas zu definieren. Das kann zum Beispiel wie hier sein, die CPU-Frequenz und auch quasi die Überprüfung, ob sie quasi bereits definiert ist oder etwas ganz Einfaches wie zum Beispiel ein eigenes Schlüsselwort kreieren für einen vergleichsweise komplizierten Befehl, also vergleichsweise natürlich jetzt für Anfänger, jemand der tief schon bei der Mikroprozessorentwicklung drin ist, für den ist das hier quasi Standard. Auf jeden Fall könnt ihr euch merken, ein Präprozessor definiert etwas für euch und wann immer ihr ein Schlüsselwort irgendwo in einem Quelltext seht, der bei euch nicht funktioniert, ist das möglicherweise, weil irgendwo im Quelltext oder in einem der zusätzlichen Dateien genauso etwas hier definiert wurde. Kommen wir jetzt zu den Variablen. Und ganz wichtig, die hier dargestellten Variablen funktionieren fast alle nur, wenn das hier mit inkludiert wird. Für was brauchen wir Variablen? Ganz einfach, immer dann, wenn man innerhalb des Quellcodes etwas abspeichern möchte, dann muss man das in eine Variablen reinsetzen. Zum Beispiel können wir uns anschauen, Ergebnis ist gleich A plus B. So würde das Ganze allerdings noch nicht funktionieren. Zum einen, wir haben hier drei Variablen, die haben quasi, da haben wir noch nicht festgelegt, was es für Variablen sein sollen. Und dann brauchen die Variablen auch entsprechend einen Wert. Und normalerweise haben die Variablen irgendeinen Wert, außer man hat das Ganze irgendwie anders eingestellt, aber man sollte jede Variable immer mit einem ordentlichen Wert initialisieren. Fangen wir jetzt an und sagen Ergebnis, das soll quasi eine Variable sein mit einem Zahlenraum von 0 bis 255. Das heißt, man kann nicht einfach einen Minuswert zum Beispiel reinschreiben, dann bräuchte man wieder etwas anderes. Wir beschränken uns jetzt am Anfang einfach mal auf positive Zahlen und rein positive Zahlen nennen sich unsigned, quasi für vorzeichenlos, die sind immer positiv. Also haben wir hier ein uint 8t, 8 steht für 8 Bit, das ist quasi ein Byte. Mit einem Byte können wir 0 bis 255 darstellen. Warum? Sehen wir dann hier nach, wenn wir uns das Binärformat noch näher ansehen. Also uint 8t, Ergebnis. Damit hätten wir die Variable quasi konkret definiert als eine 8-Bit-Variable. Man kann natürlich jetzt auch hergehen und sagen, direkt hier ist gleich 0. Das würde funktionieren. Man kann aber auch quasi im Quellcode sagen, okay, das Ergebnis wird ja hier definiert, also brauchen wir es nicht definieren. Das gleiche machen wir jetzt hier mal mit A und B, sind auch beides einfach 8-Bit-Variablen, also ein Byte. Und hier wollen wir hier unten sagen, A ist gleich, nehmen wir mal 6 und B ist gleich 2. Dementsprechend würde, nachdem genau diese Zeile ausgeführt worden ist, im Ergebnis dann logischerweise die 8 rauskommen. Wir haben jetzt aber gesagt, wir haben hier die Möglichkeit 0 bis 255 darzustellen. Was passiert also, wenn wir A 255 setzen und B zum Beispiel einfach bei 2 belassen? Ganz einfach, das Ergebnis ist nicht 257, sondern 2. Warum? Wie gesagt, die Variable kann nur 255 maximal als Wert darstellen. Wenn es drüber hinausgeht, dann fängt es quasi wieder bei 0 an. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Also wenn irgendetwas schief läuft bei euch, liegt es möglicherweise daran, dass die Variable nicht vom Wert her groß genug gewählt ist. Man kann jetzt natürlich hergehen und sagen, wenn man das darstellen möchte, dann müsste das Ergebnis auf jeden Fall eine 16-Bit sein. Also 2 Byte. Dementsprechend können wir hier, wenn es wieder vorzeichenlos ist, wie jetzt hier bei uint16,
eine Zahl bis 65.535 darstellen. Und dementsprechend wird natürlich auch hier so sein, dass das Ergebnis 257 ist. Oh, und da fällt mir gerade auf, ich habe eben was Falsches erzählt. Das Ergebnis ist, wenn wir hier 8-Bit haben, natürlich nicht die 2, sondern wir haben, ich schreibe es gerade mal dazu, 255 plus 1 würde ergeben die 0. Und wenn man dann nochmal plus 1 macht, dann hätte man, das Ganze wäre 1. Also wäre das Ergebnis hier in diesem Fall 1. Also wann immer man irgendwie mit Zahlen umgeht, Vorsicht walten lassen. Man kann natürlich jetzt auch hergehen und sagen, ich möchte vielleicht mehr als einfach nur Zahlen abspeichern. Ich möchte vielleicht auch irgendwie Text abspeichern. Ganz große Vorsicht bei Text. Text ist etwas, das lässt sich nicht ganz so simpel verstehen am Anfang. Und bei Mikroprozessoren wird es auch nur ganz selten benötigt. Also gerade dann, wenn man irgendwelche Ausgaben hat oder möchte irgendetwas von A nach B transferieren und da soll quasi ein ernsthafter Text auch mitlaufen. Von daher werden wir das jetzt hier am Anfang erstmal ignorieren. Wir beschränken uns auf ganz normale Zahlen. Wie schaut das Ganze jetzt mit vorzeichenbehafteten Zahlen aus? Also zum Beispiel, wenn wir Minus haben möchten. In dem Fall müssten wir hier zum Beispiel, fangen wir jetzt mit etwas anderem an, int 8t, kürzen wir das mal ab mit arg und Programmierer sind ja faul, e und f. So, wir haben jetzt hier für alle drei einfach mal signed Variablen, das heißt vorzeichenbehaftete. Da wir ja immer noch 8 Bit haben zum Abspeichern, ganz wichtig, der Wertebereich geht jetzt hier von minus 128 bis plus 127, nicht mehr bis 255. Und wenn hier ein Überlauf stattfindet, also wenn wir die 127 haben und setzen nochmal plus 1, sind wir bei minus 128. Diejenigen, die alt genug von euch sind und vielleicht noch SimCity kennen unter DOS. Ja, ich bin tatsächlich schon so alt, dass ich noch DOS kenne. Dort war es so, wenn man 16 Millionen Minus gemacht hat innerhalb kürzester Zeit und das hatte funktioniert, ist man bei plus 16 Millionen gewesen. Und wenn man dann sozusagen noch möglichst schnell etwas ausgegeben hat, ist man auch bei diesen 16 Millionen geblieben. Andererseits, wenn man so viel Geld erwirtschaftet hat, dass man bei 16 Millionen angekommen ist, also bei 16.222.216, glaube ich, dann ist es quasi in den Negativbereich umgesprungen. Also wir hatten dort quasi die gleichen Probleme, wie wir sie auch hier haben. So, schauen wir uns jetzt hier das Ganze mal an. Und jetzt können wir hier sagen, wählen wir hier das E, ist gleich minus 6 und f ist gleich, sagen wir jetzt einfach mal 12 und arg ist gleich e plus f und minus 6 plus 12 sind dann logischerweise 6. Man könnte auch sagen, wir machen hier zum Beispiel ein minus 6 und minus 12, dann würde hier im Ergebnis die minus 18 drin stehen. Also, man muss darauf aufpassen, je nachdem, wie man rechnen möchte, sollte man entsprechend die signed-Variablen verwenden oder die unsigned. Und je nachdem, mit welchen Zahlen von der Größe her man umgeht, sollte man 8-Bit, 16-Bit oder auch zum Beispiel 32 oder 64-Bit benutzen. So, das soll es erstmal für den Anfang für die Variablen sein. Wir werden sie gleich noch bei den Schleifen mal kurz benötigen. Genau. Ach nee, Binärformat. Binärformat war noch angesagt. Ich lösche das jetzt hier einfach gerade mal raus, dass wir nicht ganz so viel hier drin haben. Und schauen uns das Binärformat an. Das Ganze kann man, glaube ich, deutlicher verstehen, wenn man
einfach eine kleine Tabelle hat. Und zwar 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 und 1. So. Und weil es ein Kommentar theoretisch jetzt hier im Quellcode ist, tun wir doch als solchen markieren. Also wann immer man quasi so startet und so hier beendet, hat man dazwischen immer einen Kommentar. Und wenn man quasi hinten dran etwas kommentieren möchte, dann macht man einfach zwei Slash. Aber dann ist alles rechts von diesen zwei Slash automatisch ein Kommentar. Würde ich hier hinten sozusagen an dieser Stelle weiter programmieren, schnappen wir uns zum Beispiel auch einfach mal diesen Befehl, dann würde er nicht ausgeführt. Sieht man auch daran, dass eine ordentliche Entwicklungsumgebung das entsprechend auch hier passend farblich markiert, in dem Fall grün, als Kommentar. Also muss man aufpassen, es ist nicht vielleicht bei allen Entwicklungsumgebungen sind die Kommentare grün. Das kann man einstellen, man kann die auch gelb, blau, lila, was auch immer haben. Völlig egal. Wichtig ist nur, dass man es erkennen kann. In dem Fall würde es hier nicht ausgeführt werden. Also löschen wir es wieder. Zurück zum Binärformat. Binär zählen, vielleicht kennt einer von euch noch die alte Parallelportenschnelle. Da gab es 8 Datenpins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit diesen 8 Datenpins konnte man quasi ein Byte übertragen. Quasi auf einmal, in einem Taktzyklus. Und wenn man jetzt irgendeine Zahl haben möchte, zwischen 0 und 255, dann funktioniert das durch Aufaddieren der entsprechenden Zahlen hier. Nehmen wir mal irgendeine x-beliebige Zahl und sagen, wir wollen jetzt hier zum Beispiel, hauen wir mal auf die Tasten drauf, okay, die Zahl ist zu groß, nehmen wir mal die 35. 35 ist auf jeden Fall kleiner als 128, also können wir hier eine 0 reinschreiben. Auch kleiner als 64, auch hier eine 0. Sind wir bei der 32? Ja, können wir hier eine 1 reinschreiben. Jetzt ganz wichtig, jetzt müssen wir hier die 35 virtuell minus 32 machen. Bleibt übrig eine 3. 3 ist definitiv kleiner als 16, also 0, kleiner als 8, 0, kleiner als 4, 0, kleiner als 2, ja, haben wir, also die 2 ist kleiner als die 3, also können wir eine 1 reinschreiben, jetzt müssen wir von der 3 2 abziehen, bleibt 1 übrig, also haben wir hier auch noch die 1. Dementsprechend wäre die Zahl 35 binär 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Und wenn man das Ganze jetzt auch zum Beispiel in den zum Beispiel Windows-Taschenrechner eingibt und stellt dort auf Programmiere, würde das auf Binär schalten und dann 0, 0, beziehungsweise die führenden Nullen kann man sich sparen, also 1, 0, 0, 0, 1, 1 eingeben und würde es dann nach Dezimal konvertieren, würde er hier entsprechend auch die 35 darstellen. Für was brauchen wir das? Wir haben zum Beispiel bei unserem Port B auch 8 verschiedene Ausgänge und können dementsprechend, wie bei einem Parallelport, ein Byte darstellen. Und wollen wir jetzt zum Beispiel ein Lauflicht machen, müssen wir wissen, wann welcher Port entsprechend geschaltet werden soll. Das heißt, wenn wir das jetzt hier mal als Lauflicht sehen und jede dieser einzelnen Zahlen hier oben wäre dieser eine Pin, dann hätten wir momentan eine LED, die aus ist, noch eine LED, die aus ist, eine LED, die an ist, aus, 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 an und an. Das heißt, wir hätten hier 3 von 8 LEDs wären an. Das heißt, wenn wir ein Lauflicht wollen, bräuchten wir erstmal nur das hier, dann nur diese LED, dann nur diese und so weiter. Also müssen wir wissen, dass wir zum Beispiel die 1, die 2, 4, 8, 16, 32, 64 und 128 immer im Wechsel durchlaufen lassen müssten. Und genau das werden wir jetzt auch anwenden. Und damit das Ganze jetzt nicht zu theoretisch wird, schauen wir uns das Ganze auch hier einmal in der Praxis an. Das könnt ihr auch zu Hause problemlos mit dem Admin Studio nachbauen.
Wir speichern das Ganze einmal und drücken F7 oder entsprechend bei Build, Build Solution. Und wenn alles in OK war, sollte es auch hier wieder durchlaufen, ist es auch. Und eine ganz wichtige Sache, bei den Properties von dem Projekt geht ihr hier mal auf Toolchain und dann Optimization. Das hatte ich vorher schon mal ausgeschaltet. Ganz wichtig, nur jetzt, wenn man hier prüfen möchte, was macht das? Hier definitiv diese Optimization ausschalten, weil das kann sonst zu Problemen führen. Und wenn das jetzt quasi, also danach, nach einer Veränderung, muss man auf jeden Fall wieder neu kompilieren. Also F7 drücken oder oben hier über das Menü. Und dann kann man auf Debug gehen und dann hier F11. So, dann läuft das Programm. Wenn das nicht bei euch hier so dargestellt wird, ganz wichtig, hier oben habt ihr den IO-View. Falls auch das nicht dargestellt wird, hier unter Admin Debugger Tools Options einfach das entsprechend einschalten. Das ist hier bei View und dann Toolbars. Und wenn das drin ist, könnte man hier draufklicken und dann kommt dieses Fenster. Jetzt wollen wir auf den Port B gehen. Und zwar Einzelschritt F11. Also hier sind wir gerade, das gelbe Ding markiert das. Wir kommen hier an und setzen den Port B als Output. Und wie man sehen kann, wird er jetzt hier rot. Rot bedeutet, es ist quasi gesetzt, aber noch nicht aktiv. Das heißt, der Prozessor braucht noch einen Takt. Das Ganze ist jetzt passiert und wir haben auch quasi hier entsprechend alle Pins ausgeschaltet. Da sie aus waren, gab es hier keine Veränderung, also alles in Ordnung. Jetzt heißt es ja hier Port B 1, also sind wir genau hier. Also wird nur dieser eine hier eingeschaltet. Und das kann man sehen, wenn der Befehl durchgelaufen ist, haben wir hier dort tatsächlich den einen Pin an. Jetzt wollen wir den Pin, also den Port als mit 2 betanken, also den Wert 2. Also wird nur dieses hier eingeschaltet. Können wir überprüfen. Ein nächster Schritt, wie man sieht, auch nur, das ist 1. Jetzt geben wir den Wert 3. Also 3 war ja 1 und 2. Also müssten diese beiden hier auf dann an sein. Auch das, wie man sieht, ja, haben geschaltet. Jetzt kommen wir zum Wert 4. 4 bedeutet nur hier der dritte Pin. Und jetzt können wir hier drüben gucken. Ich mache den Schritt und zack, nur der dritte ist da. Das kann man sagen, 3 plus 1 hier drüben ist entsprechend, 4 plus 1 ist 5. Jetzt sind wir hier bei 6, jetzt sind wir hier bei 7 und jetzt sind wir hier bei 8. Also wie man sieht, dieses Binärsystem ist beim Programmieren sehr wichtig, gerade bei Mikrocontrollern. Und mit diesem Wissen können wir jetzt also auch ganz bequem ein Lauflicht bauen. So, und dann tun wir mal das hier hinten weglöschen. Das brauchen wir nicht. Den Debugger können wir hier oben über Stopp anhalten und wir reduzieren das Ganze mal auf das hier. Wir sind ja jetzt hier auch beim Thema Schleifen, dem letzten Thema. Wir haben hier, in dem Fall ist es eine While-Schleife. Also so lange 1 und 1 ist quasi immer 1. Und deswegen ist es eine Endlosschleife. Und ganz wichtig, mit diesen geschweiften Klammern tut man immer auch einen Bereich abgrenzen. So wie wir auch bei dem Präprozessor hier oben mit einem If, was beginnt, auch entsprechend das Ende des Ifs abschließen. So hat man hier einen Beginn und ein Ende. Also haben wir hier eine Endlosschleife und das Programm läuft hier einmal durch und wird immer wieder hier drin rumlaufen und wird niemals hier rauskommen. Ganz wichtig. Anstelle für diese Endlosschleife kann man natürlich auch eine zählende Schleife verwenden. Die werden wir aber ein andermal brauchen. Wir bleiben jetzt hier und damit ist das Thema Schleifen auch quasi schon zu Ende. Zumindest für diesen Teil. Wir bleiben einfach bei dieser Endlosschleife und ganz wichtig, eine Schleife ist immer wieder die Wiederholung von etwas. Und normalerweise die Wiederholung, bis irgendein Ereignis stattfindet und bis dieses Ereignis stattgefunden hat, dann springt man aus dieser Schleife raus. Und in dem Fall haben wir eine Schleife, wo die Überprüfung am Anfang stattfindet. Es gibt aber auch Schleifen, wo die Überprüfung am Ende stattfindet. Für was braucht man das? Bei einer Endlosschleife ist das egal.
Aber möchte man zum Beispiel, dass die Schleife auf jeden Fall einmal durchlaufen wird und am Ende erst geprüft wird, muss die Schleife nochmal durchlaufen werden, dann ist genau das hier notwendig, dass man sagt, man hat die Überprüfung am Ende. Das ist dann ein anderer Schleifentyp. In dem Fall, so wie hier oder wann immer man auch am Anfang prüfen möchte, ob die Schleife überhaupt durchlaufen werden muss, dann prüft man am Anfang. Gut, aber mehr möchte ich jetzt hierzu nicht sagen. Jetzt wollen wir uns ja dem Lauflicht widmen. Also, wir haben hier unseren Port B, also unsere Möglichkeit, die Pins von dem Port B entsprechend ein- und auszuschalten. Und wir wollen das ja jetzt hier in der Reihenfolge tun. Das kann man natürlich sagen. Wir kopieren uns das Ganze jetzt. 3, 4. So. Und tun dann hier 2, 4. Ah. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Achtung. Das hier ist ja das Hexadezimalsystem. Wir beschränken uns jetzt quasi einfach mal auf das Dezimalsystem. Das tut mir zwar ein bisschen weh beim Programmieren, aber das soll jetzt mal egal sein. Es sollen ja homöopathische Dosen sein und nicht zu viel Information auf einmal. So. Und so ist das für die meisten auch, glaube ich, etwas leichter zu verstehen. Und machen wir die Kommentare noch korrekt. Und hoch. Das ist auch etwas, was hier wichtig ist, dass es nur der PIN ist, der ausgeschaltet wird. Also nur der eine PIN wird entsprechend eingeschaltet, alle anderen werden ja dann dadurch ausgeschaltet. So. So können wir das Ganze jetzt laufen lassen. Und ich drücke wieder F7. Wir lassen es laufen. Es gibt keine Fehler. Und jetzt kommt direkt F11. Und wir sind wieder hier in unserem schönen View drin. So, ist als Ausgang gesetzt. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es beginnt von neuem. Also wie man hier sehen kann. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu oft gedrückt. 9. Ja, man muss aufpassen, dass man das Ganze nicht zu intensiv betreibt, weil dann kommt er nicht hinterher. Man sieht hier oben Running, einfach stoppen, neu starten. Also wie man sieht, man hat jetzt hier ein wunderschönes Lauflicht. Und genau das würde auch entsprechend passieren, wenn man das Ganze jetzt programmiert, auf ein Steckbett draufsetzt, LEDs draufsetzt, anschließt. Ja. Würde man das sehen? Nein. Warum? Das menschliche Auge ist nicht dazu fähig. Und zwar, man bedenke, wir haben ja die 8 Millionen Hertz gehabt. Das heißt, ganz grob, also sind ja nicht exakt genauso viele Taktschritte. Weil nur wenn man Assembler programmiert, weiß man exakt, wie viele Taktschritte wirklich hinten rauskommen. Aber nehmen wir jetzt mal an, es wäre jeweils ein Taktschritt. Dann hätten wir hier 8 Taktschritte für den kompletten Durchlauf, aber wir haben 8 Millionen Taktschritte pro Sekunde. Also definitiv zu schnell, dass wir das als Lauflicht wahrnehmen können. Also müssen wir hergehen und sagen, wir wollen wieder unser Delay drin haben. Dazu brauchen wir hier AVR Delay und ich hatte ja schon mal angekündigt, ganz wichtig, wenn man sich das anguckt, wie genau diese Delay-Routine funktioniert, dann weiß man auch hier, ähnlich wie wir es eben bei den Variablen haben, es darf nicht zu hoch sein. Und hier ist es jetzt weniger das Problem, dass die Variable nicht mehr kann, sondern eher die Frage, wie schnell der Prozessor ist, also mit wie viel Megahertz er läuft. Und die schneller der Prozessor läuft, desto kleiner kann hier nur die Zahl sein. Aber die 10 Millisekunden funktionieren hier auf jeden Fall. Und bevor ich das jetzt hier mit Copy-Paste mache, erstmal auf Stopp. Und wir haben natürlich jetzt hier das Problem,
sobald wir hier solche Delays drin haben, sind die Debugs und entsprechend die Ausgaben, die man hier auf der rechten Seite hatte, nicht mehr ganz so deutlich zu verstehen, weil ist es schwer zu erklären. Er muss ja quasi alles einzeln durchlaufen lassen. Und deswegen hatte ich das Ganze jetzt erstmal ohne Delay gezeigt. Und das, so kann man auch sehen, dass es auch läuft. Und wenn man jetzt Delay mit einbaut, dann hat man quasi das zu einem Zeitpunkt, oder macht man das zu einem Zeitpunkt, wenn man das vorher sich angucken möchte, wie die Portausgaben sind, so knapp, bevor man kompiliert und es tatsächlich auf den Mikroprozessor draufbringt. So, also wir haben jetzt hier unser Delay von 10 Millisekunden. Allerdings sind 10 Millisekunden hier immer noch ein bisschen wenig für ein Lauflicht. Und wir wollen ein Lauflicht haben, vielleicht von, sagen wir mal, ich weiß nicht, für was wir es einsetzen wollen. Sich Kirmesbude oder irgendwie Landelichter, falls ihr einen Flughafen habt, was auch immer. Also je nachdem braucht man ja auch ein anderes Delay, weil das Lauflicht ja auch anders da durchlaufen soll. Jetzt kann man hergehen und sagen, jetzt haben wir doch noch eine weitere Schleife, und zwar die Vorschleife. Dann machen wir sie doch nochmal hier in diesen Teil mit rein. Und zwar, wir gucken uns das Ganze einfach mal so an. Grundkonstrukt sieht quasi fast wie bei der Wildschleife aus. Wir haben hier das Schlüsselwort vor und dann entsprechend einen Bereich, wo es mit startet und endet. Wenn man nur einen einzigen Befehl hat, zum Beispiel einfach nur das Delay, kann man auch auf die geschweiften Klammern verzichten. Aber zur besseren Darstellung kann man natürlich sagen, man macht das Ganze erstmal so. Und ich habe es bisher einfach intuitiv gemacht, ohne euch zu erklären. Wann immer man quasi so geschweifte Klammern hat oder hat etwas, was aufgrund eines vorherigen in Bezug hat, rückt man es ein. Das heißt, das ist eingerückt wegen dieser geschweiften Klammer und das hier, oder die gesamte Vorschleife ist eingerückt wegen der Wildschleife und das Delay ist eingerückt wegen der Vorschleife. So weiß man quasi durch das Einrücken, wenn man das konsequent durchzieht, immer, wo etwas dazugehört. So, jetzt müssen wir natürlich auch wissen, wie oft das Ganze durchlaufen soll. Jetzt kann man natürlich sagen, brauchen wir erst wieder die Variable. Wir haben hier unser unsigned int 8-Bit, also unser 1 Byte. Und die Variable heißt jetzt in dem Fall i. Für Schleifen, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Man benutzt halt vorwiegend i, wenn man die Variable nicht noch für irgendwelche wichtigen Dinge verwendet. Man kann auch hier irgendwas reinschreiben. Man kann auch Kackhaufen reinschreiben. Völlig egal. Das würde funktionieren. Und sagt, man gibt dem Ganzen jetzt einen Startwert. Wir fangen bei 0 an. Und ganz wichtig, dieses Konstrukt hier können wir genauso auch nehmen und einfach hier oben reinpacken, um eine Variable zu definieren. Und zwar ist es hier in der Schleife genau das gleiche. Wir definieren uns hier eine Variable. Man kann auch hergehen und sagen, wenn man darauf verzichten möchte und möchte das generell so haben, würde man das hier einfach in den Anfang reinpacken und wir definieren sie hier einfach nur und dann könnten wir hier drauf verzichten und einfach sagen, for i ist gleich 0. Machen wir das aber mal wieder rückgängig. Ich finde das immer schöner, wenn man Schleifenvariablen direkt in der Schleife definiert, dann weiß man auch immer exakt, was da hinten dran steckt. Also for i gleich 0 und zwar dann kommt ein Semikolon, dann solange i kleiner ist als, sagen wir jetzt mal 20. Und wieder ein Semikolon und dann sagen wir i plus plus. I plus plus ist quasi, ich schreibe es mal dazu, i plus plus ist gleich so viel wie i ist gleich i plus 1. Und zwar, das hier bedeutet, einfach die Schleife, wenn sie einmal durchgelaufen ist, wird sie hier um 1 erhöht. Man kann hier auch hergehen und sagen, wir wollen diese Variable i um 1 reduzieren. Das heißt, dann wäre das ein i minus minus. Aber das ist schon wieder zu kompliziert für den Anfang. Wir beschränken uns einfach auf diese Art zu sagen, die Schleife wird initialisiert mit i ist gleich 0. Sie soll so lange laufen, soll so lange laufen,
Na, sie soll so lange laufen, wie i kleiner 20 ist und immer um 1 erhöht werden. Wir könnten auch hier reinschreiben, i ist gleich i plus 10 zum Beispiel. Dann hätten wir eine Schleife, die sehr schnell durchgelaufen wäre. Für was man das braucht, kommen wir noch. Hier brauchen wir es erstmal nicht. So, das heißt, wir hätten hier entsprechend ein paar Durchläufe, und zwar so lange, wie i entsprechend halt kleiner 20 ist. So, und wenn wir jetzt hergehen, den Kommentar können wir rausschmeißen, das hier so nehmen und packen das überall einfach blindlings mit rein. Und ganz wichtig, wir brauchen es auch nach dem Port B gleich 128, also nach der achten LED, weil auch nach der achten LED, die soll ja auch erstmal leuchten, bevor es dann wieder nach oben springt, um hier die allererste LED einzuschalten. Und wenn wir das jetzt hier kompilieren, da bin ich irgendwo was vergessen. Also wenn solche Fehler kommen, einfach einen Doppelklick drauf machen, er springt wohin. Und ja, ich habe natürlich grandioserweise einen Semikolon hinten dran gemacht, das gehört da nicht hin. Ja, man sollte aufpassen mit dem, was man tut. Nochmal kompilieren. Hervorragend. Wir haben schon direkt eine wunderbare Fehlermeldung kreiert. Und zwar, Program Memory Usage ist hier jenseits dessen, was das Programm kann, also was dieser Mikroprozessor kann. Das heißt, man muss jetzt hierher gehen und Quellcode einsparen. Wo ich mich gerade wundert, warum er überhaupt so viel Code. Ach so, ha, ja, na, haha. Logischerweise. Optimization und sagen jetzt wieder hier einfach Optimize. Speichern, zumachen und kompilieren. So, und schon passt das. Weil all das, was wir jetzt hier machen, wenn man das tatsächlich genau so kompilieren würde, käme wirklich ein großer Code raus. Weil das hier nicht sauber programmiert ist, sondern einfach nur vergleichsweise simpel. Und dieser Optimize von dem Compiler, der tut aus ziemlich viel Schwachsinn relativ viel Gutes machen. Das ist gerade am Anfang sehr wichtig. So, und was wir jetzt hier gemacht haben, gucken wir uns jetzt auch gleich mal an, wie das aussieht, wenn wir es auf den Prozessor draufgeflasht haben. Bevor wir jetzt zum praktischen Test kommen, ob das, was wir hier eben verzapft haben, auch funktioniert, schauen wir uns noch hier kurz den Schaltplan an. Auf der linken Seite haben wir lediglich die Stromversorgung mit den 5 Volt und der Masse. Und auf der rechten Seite haben wir die 8 LEDs, wie man sehen kann, hier direkt auch an Port B, die Pins 12 bis 19 und nur einen einzigen Widerstand. Und ganz wichtig, dieser Aufbau funktioniert nur deswegen mit einem einzigen Widerstand, weil wir immer nur eine LED leuchten haben. Würden hier mehrere LEDs zur gleichen Zeit leuchten sollen, dann sollte man auf jeden Fall für jede LED einen eigenen Vorwiderstand verwenden. Schaut man sich jetzt den Versuchsaufbau an, haben wir hier wieder unseren Mikroprozessor, hier die 8 LEDs und hier unseren einzigen Vorwiderstand. Und wenn alles stimmen sollte, dann werden wir hier bei den programmierten 20 mal 10 Millisekunden Pause pro LED quasi 8 mal 200 Millisekunden haben. Also müsste das Lauflicht mit weniger als einer Sekunde pro Durchlauf durchlaufen. Dann schließen wir mal Strom an und gucken, was passiert. Und siehe da, es funktioniert. So einfach war ein Lauflicht. So, das war's mit diesem Thema. Jetzt noch die üblichen Worte. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten viel Spaß beim Hobby. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn etwas nicht funktioniert. Geht's irgendwann noch mal in Ruhe an und macht's ordentlich. Viel Spaß!